Ist Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher? Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür genügend Anhaltspunkte und hat nun Haftbefehl gegen den Politiker erlassen. Betroffen ist auch der frühere israelische Verteidigungsminister Gallant und Hamas-Anführer al-Masri. Der ist allerdings angeblich bereits tot. Chefankläger Khan hatte die Haftbefehle im Mai beantragt. Netanyahu bezeichnete die Entscheidung als absurd und falsch. Er weise dies mit Abscheu zurück. Und wir fragen nach bei Tobias Reckmann in Brüssel. Zum Verständnis nochmal, wie begründet der Internationale Gerichtshof diesen Haftbefehl? Ja, das Gericht sagt, dass eben ausreichend Beweise dafür vorliegen, dass Netanyahu und der damalige Verteidigungsminister Gallant Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hätten. Also es geht da wirklich um hammerharte Vorwürfe, unter anderem Mord, unter anderem auch das bewusste Aushungern lassen als Maßnahme der Kriegsführung und, das betont das Gericht ebenfalls sehr deutlich, das bewusste Vorenthalten von ganz lebenswichtigen Gütern wie Strom, Gas, Wasser, Lebensmittel und Medizin und all das eben nicht nur gerichtet gegen die militärischen Kämpfer der Hamas, sondern gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und dann gibt es eben auch noch den Haftbefehl gegen einen Hamas-Führer, ursprünglich beantragt gegen einen Hamas-Führer Sinwar. Der ist mittlerweile getötet worden und deswegen hat man jetzt den Haftbefehl gegen einen anderen Hamas-Führer ausgestellt. Welche Konsequenzen hat das alles für Netanyahu? Naja, dieser Haftbefehl gilt in 123 Ländern, in allen Ländern, die den Strafgerichtshof anerkennen. Und dort droht Netanyahu jetzt die Verhaftung. Also die Immunität eines Staatsoberhauptes, die schützt ihn dann nicht. Bedeutet also, wenn er beispielsweise nach Deutschland käme, dann würde ihm dort die Verhaftung drohen. Es gibt ein paar wenige Länder, die den Gerichtshof nicht anerkennen, unter anderem Russland, China und die USA. Das heißt, dort kann er weiterhin hinreisen, aber zum Beispiel in alle Länder der Europäischen Union eigentlich nicht mehr. Tobias Reckmann, danke nach Brüssel.